Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Tag. So, und gucken wir mal, was wir so haben. Wir haben hier ein Motor City, aber da kann ich, glaube ich, nicht teilnehmen, weil ich kein Auto habe. Also nicht in der, weil ich ein A-Fahrzeug brauche. Ich habe ein B. Hier, zumindest, so völliges Geld, das haben wir leider nicht. Das heißt, wir brauchen Money, Money, Money. Was haben wir hier? Turntable, halbes Pack. Ist das ein Drift oder was? Ist das ein... Nö, das ist eigentlich mehr oder weniger das hier, ne? Dann fahren wir doch mal das Ding. Das kennen wir ja schon, die Strecke. Du rockst das heute Abend. Was auch immer du tust, es funktioniert. Warte nur, bis die mitkriegen, was diese Crew abliefert. Dein Fahrstil zeigt meine Genialität. Deine Genialität? Ja, es ist nicht nur mein Verdienst, aber irgendwie schon. Weiter so, Speedy. Super, dass ich jetzt natürlich noch einen Kopf dabei habe. Nee, alles gut. Der biegt ab. Ich muss nämlich gerade bei Hichu Vereins, muss ich ein bisschen aufpassen auf die Cops. So, ich habe jetzt leider nicht mehr gezockt. Mit weniger sowieso seit der letzten Aufnahme, aber da ich jetzt ein paar Tage weg war, geht's heute nur darum erstmal. So, Kohle haben wir keine bekommen. Ja, jetzt geht's erstmal wieder ein bisschen weiter. Hoffe ich, dass ich zumindest jetzt ein paar Tage, alle Tage die Folge bringen kann. Es wird immer mal wieder passieren, dass was ausfällt. Das ist ganz klar. Liegt aber auch daran, dass ich nicht immer die Zeit habe dafür. So, da unten ist irgendwo der Eingang zu dem Event. Top, da gehen wir mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Was haben wir denn für Rivalen? Chilton, Obi, Boost, Varo, Justitia oder keine Ahnung, wie jetzt ausgesprochen wird. Russ, Del Rey natürlich. Gut. Ich wette jetzt auf niemanden. Okay. Wir wetten mal auf Ross und gehen ran. Also vier Autos sind dabei. Wir haben eigentlich die stärksten Autos auf dem Platz, auf dem Feld. Aber wir fahren wieder mal Turntable mit halbem Park. Gut, ich kann wieder sehen, dass wir es mit acht Autos gefahren. Und wir kennen die Strecke ja. Runden haben wir denn überhaupt vier? Nee, warte mal. Mach mal Platz da. Tschüss. So, gehen wir mal vorbei an Boost. Wenn wir beide verlieren, teilt ihr das Geld? Drei Runden sind's. Weißt du, wieso check mal, wieso bin ich rückgesetzt worden? Ja, damit hat sich das ja eh erledigt mit dem Rennen, glaube ich. Vielleicht kommt er mit dabei mitspielen. Kannst du mich einfach gewinnen lassen? Ich sollte eigentlich gerade. Geh mal bitte mir nicht auf den Sack rein. Du bist eine Lusche. Wieso? Was wollt ihr von mir eigentlich immer? Ja, damit war es das eh. Schön, na schön, na schön. Letzte Runde und ich bin. Ja, damit kann ich das Ding definitiv neu starten. Weil er mir da quasi zweimal das Auto zurückgesetzt hat. Ich war eigentlich vorne weg, aber
Naja, wenn das Rennerheim sagt, lieber, nö, du möchtest nicht. Du darfst nicht, dann. Hat sich doch. In der nächsten Welt. Ich brauche nämlich Kohle langsam. So, auf was habe ich gewettet? Ja. Keine Sorge, du auch. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, wieso habe ich den Checkpoint verpasst? Genau, chill da oben einfach. Kein Problem, wir haben ja Zeit. Streife ist da, Zentrale. Bitte, lass mich gewinnen. Ich brauche das Geld. Ich auch, deswegen, ja, nein. Los, wir müssen dranbleiben. Schon letzte Runde, ne? So, Karre haben als Sieg haben wir. Wahrscheinlich, weil ich da vorne zu früh abgewogen bin. Ja, dann haben wir die Aufgabe gewonnen. 5300 holen wir uns. Und wir müssen uns jetzt erstmal noch mit den Kopf ein bisschen anlegen. Zwei Autos hinter uns. Ah, Auto! Dankeschön, dass ihr um. Diesmal schnappen wir sie uns, Zentrale. Ich sage ja, das Spiel hasst mich. Da bleibt man dann mit so einem scheiß SUV mitten auf der Straße stehen. Nein, gehen wir nicht auf den Senkel. Person bei University Central untergetaucht. 2440 ist abgehauen. Tja. Hey, ich bin's. Das höre ich, Ryder. Ich wollte nur sagen, dass ich echt stolz auf dich bin. Ach, Boss. Hör doch auf, ich werde noch ganz rot. So, wir gehen zum Versteck zurück. Wenigstens schlagen wir die Leute, die uns das angetan haben, auf ehrliche Weise. Danke, schön zu hören. Dachte, du solltest das von mir hören. Wir sehen uns morgen. So, dann sind wir zurück im in der Werkstatt und nehmen uns das. So, ja, wir nehmen die Dings mit. Und haben 8.900 Dollar auf der Hand. So. Also, was ist das Besondere an Jas Karre? Sie ist schnell, klar, aber der neue Schlitten von Kido hier ist auch nicht übel. Der Wagen hat viel durchgemacht. Hab versucht, sie mit meinem alten Herrn zu reparieren, aber nach seinem Tod stand sie nur noch rum. Wolltest nicht ohne ihn weitermachen? Ja. Jas war 2 Monate nicht hier und meinte, ob ich an dem Schrotthaufen noch arbeiten würde. Hab mich dann immer rausgeredet, wollte mich nicht damit beschäftigen. 2 Wochen später fand ich Skizzen und Notizen von dem, was sie alles daran machen wollte. Sie wollte das Ding restaurieren. Das Auto sah aus wie... Wie etwas, das dein alter Herr gemacht hätte. Ich hab ihm gesagt, wenn sie den Wagen reparieren, gehört er ihm. Als sie im Sommer zusammen daran schraubten, haben sie sich angefreundet.
Oh, klingt nach einem schlechten Kinofilm. Meins. Ja, klingt echt kitschig. Aber ich verstehe schon, warum Speedy ihn zurückhaben will. Will ich nämlich auch. Wieso darf ich denn jetzt nicht... Hä? Ich hab doch jetzt irgendwas reingefreischaltet, oder nicht? Wieso darf ich jetzt... Hä? Wofür hab ich jetzt Dings bezahlt jetzt? Wofür habe ich jetzt die Kohle bezahlt, damit ich das Ding nicht reinbauen kann, oder was? Ich habe ja Stufe... Ich habe das Ding doch gar nicht gekauft. Nö, du darfst nicht. Das geht nicht, nee. Also ich flachst denn jetzt? Schön, danke. Jetzt bin ich in Revi gefahren, jetzt habe ich das Teil eingebaut. Und warum habe ich jetzt... Das ist doch scheiße so. Ich hab doch extra jetzt das. Ich hab jetzt für 7000 das Pro gekauft. Ja, schön, danke. Dann halt nicht. Okay, dann halt nicht. Dann fahren wir halt mal. Cool, dann müssen wir noch ein anderes Rennen fahren. Ach, geht die mir auf. Ei. Ich habe ein Event mit hohem Einsatz für dich. Was haben wir denn hier? Dafür ist auch das Preisgeld größer. Denk daran, hohes Preisgeld heißt auch hohes Risiko. Und schon wieder bei den Serien? Leichtes Geld. Na, hier ist ein bisschen Preisgeld mit drin. Ein Startgeld ein bisschen mit drin. Wir haben leider gar nichts. Momentan der Fall. Dann dürft rennen. Wir haben leider momentan nichts, weil... Ach, das ist doch scheiße so. Das ist auch interessant. Wir müssen wahrscheinlich weiter in diese L fahren. Weil ich glaube... Was ist hier? Die Übungsfahrt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Gut, ja, schade, dass wir jetzt tatsächlich... Uns das Geld abgezogen wird für wie? Nichts, warum auch immer. Und wir fahren dann tatsächlich im nächsten... Fahren wir nochmal das hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Need for Speed Unbound.